Hey Heldenfans, heute zeige ich Yankee einem im Weihnachtsmarkt und sei dabei. Herthas Japan-Duo Hajime Hosogai und Genki Haraguchi auf dem Spandauer Weihnachtsmarkt. Die Vorweihnachtszeit in Berlin bereitet auch den Japanern Freude. Für Genki Haraguchi ist es sogar eine echte Premiere zwischen Mandeln und Lebkuchen. Das ist mein erster Weihnachtsmarktbesuch in Deutschland. Es ist ganz ähnlich hier wie bei unserem Jahrmarkt in Japan. Deswegen macht mir das unheimlich viel Spaß. Die beiden werden ihren Winterurlaub mit Familie und Freunden in der Heimat verbringen. Dort spielt der Jahreswechsel eine weitaus größere Rolle als das christliche Weihnachtsfest. Dennoch ist Weihnachten auch in Japan ein Thema. Ja, ich habe durchaus auch Berührungspunkte mit Weihnachten. Als ich Kind war, habe ich an Weihnachten immer morgens an meinem Kopfkissen kleine Geschenke gefunden. Als Neuling in der Bundesliga bekommt Haraguchi nichts geschenkt. Lauter neue Eindrücke, er braucht noch etwas Geduld während seiner Eingewöhnungszeit. Unterstützung erhält der 23-Jährige vom erfahrenen Landsmann, der schon fast 4 Jahre in Deutschland spielt. Ja, ich denke, mit der Zeit kommt er immer besser klar mit seiner neuen Umgebung. Ich möchte ihm natürlich, so gut es geht, behilflich sein bei der Eingewöhnung. Und so haben die zwei noch viel vor im Hertha-Trikot, beim letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen Hoffenheim und im neuen Jahr 2015. Auch in Japan legt man seine Wünsche ins neue Jahr. Deshalb nutze ich jetzt noch die Zeit bis zum Jahreswechsel, um mir zu überlegen, was ich mir persönlich wünsche und wie ich Hertha noch mehr weiterhelfen kann. Man darf also gespannt sein auf 2015 mit den beiden Japanern. Bleibt nur noch eines zu sagen. Frohe Weihnachten wünschen. Genki Haraguchi. はじめほそがい。